Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur nächsten Folge hier meines beliebten Formates auf YouTube. Herzlich willkommen zu Eine Mod vorgestellt. Ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid und reinschaut, weil heute ist ein kleines Novum auf der linken Seite. Direkt hier über meiner Facecam seht ihr hier die Ultimate Legendary Seeds. Und ihr seht ja anhand diesen zwei Bildern, dass diese vorerst noch für die normalen Farmen der alten, der neuen Welt, ne, und so weiter zugänglich sind. Aber wir haben uns hingesetzt und wir haben ein bisschen gebastelt, haben das mit den Moddern abgeklärt, unter anderem Dalexi, unter anderem Taubenangriff, unter anderem auch Taludas. Und alle drei waren der Meinung, dass wir das machen dürfen. Wir werden jetzt diese Mod, beziehungsweise, das zeige ich euch dann in-game, haben wir schon in der Closed Beta so umgebaut, dass diese Mod endlich auch für die Hacienda der neuen Welt zugänglich gemacht wird. Das heißt, für eure Farmen, egal ob das Getreide ist oder egal ob das Kautschuk ist oder so, das ist völlig egal, das gibt nochmal den ultimativen Boost rein, 50% mehr Produktivität, und jede siebte Tonne kommt noch eine Tonne dieses Seeds on top oben drauf. Freue mich riesig, dass das so geklappt hat. Wie gesagt, das wird auch demnächst in die Spice It Up eingeführt. Wir haben das so abgeklärt, dass wir die Mod einfach weitergegeben haben an die Modder von der Spice It Up. Das war der Dalexi-Taubenangriff, und sie haben uns das zugesagt, dass sie es in eine der nächsten Updates der Spice It Up mit integrieren werden. Also wenn das nichts ist, weiß ich jetzt auch nicht. Und auf der rechten Seite die Perfect Specialist in Item Pack. Ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Da gibt es in der Version 18.1 7 neue Spezialisten on top, die ich euch heute auch so ein bisschen vorstellen möchte. Seid ihr dabei? Gehen wir rein. Ich freue mich riesig drauf. Es gibt jetzt auch nicht mehr zu sagen, außer wir sehen uns gleich im Gameplay. Los geht's! So, und dann ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in meinem aktuellen Spielstand. Ich möchte euch jetzt mal die neuen Spezialisten bzw. die Spezialisten vorstellen, die hier mit der Version 18.1 in die große Specialists and Items Mod reingekommen sind. Und wir beginnen hier mit der Julie Black. Ich werde die dann gleich hier mal, na, so hier eintragen. Das ist eine Spezialistin hier epischer Natur, die beeinflusst alle Bohrtürme. Ihr seht es selber, Arbeitskräfte erforderlich. Plus 50% mehr Brandgefahr, mehr Explosionswahrscheinlichkeit. Aber sie gibt euch zusätzliche Waren. Und zwar Erdgas. Na, also als ein, wie soll ich noch sagen, aus allen Bohrtürmen. Nicht aus der insgesamten Raffinerie, die man in der Mitte eigentlich platziert. Die Waffenruhe wurde beendet. Sondern aus den Bohrtürmen bekommt ihr jetzt Erdgas raus. Und ihr wisst ja ganz genau, die Bohrtürme, außer wenn man da ein, zwei Stück angeklemmt hat, das wollte ich noch dazu sagen, dann gehen die schon recht schnell. Aber wenn man dann zum Beispiel vier oder fünf Bohrtürme außenrum angeklemmt hat, dann rattert das durch. Und deshalb ist ja Erdgas als zusätzliche Ware jede 30. Tonne. Das geht dann schon gut los. Also da davon mal abgesehen, macht das richtig, richtig Sinn. Julie Black, Gas und Öl können zusammenarbeiten. Und wir kommen zum nächsten. Wir kommen hier zum sogenannten Olivier Levasier. Der beeinflusst größtenteils den Hafenbereich. Und ihr seht, beeinflusst alle Hafengebäude. Jedes Mal, wenn ein passiver Handel am Konto stattfindet, besteht die Möglichkeit, 5 Tonnen an Goldbarren, Taschenuhren, Schmuck, Phonographen, Cognac oder Souvenirs zu erhalten. Diese Spezialisten, also das ist ein, auch wie gesagt, ein ganz, ganz neuer, der hier reinkam, weil diese Möglichkeit mit Goldbarren, Taschenuhren, Schmuck, Phonographen und so weiter und so fort, die gab es so noch nicht. Finde ich eine geile Ergänzung schon von den Spezialisten, die ihr jetzt schon für die Hafenmeisterei bzw. für die Hafengebäude einsetzen könnt. Das ist richtig gut. Ich würde mal sagen, Olivier Levasier, behalten wir uns mal im Hinterkopf. Wir gehen weiter. Auch neu in der Spezialisten-Mod ist die komplette Familie Scholz. Ja, ihr habt richtig gehört, die komplette Familie Scholz. Was kann die? Die sind für vielerlei Aufgaben bekannt. Wir beginnen mal von rechts nach links. Wir gehen mal durch. Das ist der Herbert Scholz. Das ist Schrott aus Stahl. Und zwar beeinflusst er die komplette Stahlindustrie. Der sorgt dafür, dass die Stahlindustrie etwas weniger arbeitet bzw. produziert, mehr Arbeitskräfte dafür erforderlich sind und das Ding etwas, ja, höher mit Wartungskosten abgedeckt werden muss. Aber Achtung, er produziert bzw. sorgt er dafür, dass hier jetzt jede zehnte Tonne in eurer Stahlindustrie Schrott rauskommt. Ne, das ist ganz wichtig. Mit dem Schrott könnt ihr dann jedwede
später Sachen machen, dann könnt ihr dann wieder andere Gebäude von anderen Mods zum Beispiel befüllen oder wir können es einfach verkaufen oder tauschen als Beispiel beim alten Net. Also es gibt da ganz, ganz viele Dinge, die ihr mit dem Schrott machen könnt. Ähnlich funktioniert das hier mit der Heidi-Scholz Schrott aus Waffen und zwar beeinflusst die reinweg wirklich nur die Kanonengießerei. Also der Herbert Scholz beeinflusst die Stahlindustrie und die Heidi Scholz Schrott aus Waffen beeinflusst die Kanonengießerei. Bei dir ist es ähnlich. Weniger Produktivität, ganze 25%, viel mehr Arbeitskräfte erforderlich, mehr Wartungskosten, mehr Brandgefahr, mehr Explosionswahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich, weil die da innen drinnen alles auseinanderschweißen und in diesen Kanonengießereien, nehme ich mal jetzt an, Fantasie. Ne? Und sie produziert aber zusätzlich oder schafft es, dass die Mitarbeiter in den Kanonengießereien jede zehnte Tonne hochwertigen Schrott mit raus produzieren. Das braucht ihr dann wieder beim alten Nate, wenn ihr dann wieder was eintauschen wollt. Ihr könnt das verkaufen, tauschen und so weiter und so fort. Aber hochwertiger Schrott ist schon... Das ist schon geil, dass das jetzt funktioniert. Ähnlich, wir gehen mal nach ganz links, bevor wir hier in die Arktis reingehen. Die Regina Scholz macht das auch. Die Regina Scholz ist legendär und die beeinflusst die Geschützfabrik und alle Bombenfabriken der alten und neuen Welt und die Seeminenfabriken. Also diese Multikulti-Fabriken und die Geschützfabrik eigentlich. Die sorgt dafür, dass sich die Produktivität hier um die Hälfte reduziert. 100% mehr Arbeitskräfte, also ihr könnt dann da drinnen Leute ohne Ende engagieren. Viel mehr Wartungskosten, mehr Brandgefahren, mehr Explosionswahrscheinlichkeit. Aber Achtung, jede 20. Tonne bekommt ihr da eine Tonne besonderen Schrott raus. Und das finde ich, es ist allemal wert, das auszuprobieren. Egal, ob es in der alten Welt oder in der neuen Welt ist, oder in Kingsgrove oder im Cap Trelawney, das ist eigentlich egal, wo er das deponiert oder positioniert. Wichtig ist diesen besonderen Schrott. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil ihr mit dem besonderen Schrott auch wieder beim alten Nate als Beispiel besondere Dinge eintauschen könnt. Na? Und deshalb würde ich sagen, wird es bei mir im Spielstand die Regina Scholz auf jeden Fall auch zum Einsatz kommen, weil ich würde dann gerne auch wieder mehr Items vom alten Nate haben wollen, alten Nate eintauschen wollen und dafür ist die prädestiniert. Wir kommen hier mal zum letzten und zwar ist es hier der Rudy Scholz. Ja, der ist komplett von der Familie Scholz so ein bisschen der Abtrünnige, der ist abgehauen, der arbeitet in der Arktis und zwar beeinflusst er die Robbenfängerei und die Walfängerei. Achtung, das hat keinen positiven so großen Einfluss, sondern das hat eher ein bisschen negativen Einfluss für die Robbenfängerei und die Walfängerei. Nee, hast du Produktivität bis zu 50% Einbuße. Das ist richtig krass. 100% mehr Arbeitskräfte erforderlich und 100% mehr Wartungskosten. Dafür kriegen wir hier jede zehnte Tonne eine Tonne Schrott verlorener Expedition raus. Und das ohne, dass wir mit den Luftschiffen die Karte abfliegen müssen und den Schrott verlorener Expedition suchen müssen. Also das ist einfach nur Schrott, der uns on top frei Haus geliefert wird. Dafür müssen wir halt den Kompromiss eingehen, dass halt die Robbenfängerei und die Walfängerei halt nur noch zur Hälfte an der Produktivität arbeitet und hier viel, viel mehr Arbeitskräfte erforderlich sind. Okay, das war die komplette Familie Scholz. Ich hoffe, ich konnte euch hier die Familie ein bisschen näher bringen. Und jetzt kommen wir mal zum letzten Spezialisten. Und die letzte Spezialistin, die ich euch gerne in dem Update-Pack heute vorstellen möchte, das ist die Marie-Antoinette Montagne, die reiche Gase. Sie ist eigentlich dafür bekannt, dass sie aus Gasförderstätten noch mehr rausholt und genau das kann sie ja machen. Die ist auch in der Arktis einsetzbar, beeinflusst die Arktis-Gasförderstätten und auch für die arktischen tiefen Goldminen. Hat nochmal einen Produktivitätszuwachs von 40%, aber Achtung, da kriegt ihr nochmal 40% mehr Arbeitskräfte, müsst ihr dafür aufbringen und jede sechste Tonne, die produziert wird, jede sechste Tonne bekommt ihr nochmal eine Tonne Helium on top, einfach oben drauf. Das könnt ihr dann wieder in neue Luftschiffe als Beispiel investieren. Ne? Alleine die Produktivität 40%, muss ich ganz ehrlich sagen, für die Arktis-Gasförderstätte, das macht unheimlich viel aus. Und natürlich, diese Spezialistin wird bei uns auch zum Einsatz kommen. Das waren die 7 Spezialisten für das neue Update, vielleicht oder für das kleine Update Version 18.1. Und für die erste Mod. Und jetzt kommen wir mal zur zweiten Mod. Und jetzt kommen wir mal
zu meinem persönlichen kleinen Highlight heute. Ich möchte euch mal heute ein Update präsentieren, wo ich ein ganz kleines bisschen selber meine Finger mit dem Spiel hatte. Ich möchte mich da überhaupt nicht mit Ruhm bekleckern. Im Gegenteil, diese Themen, die sind immer mal hochgekocht, auch bei uns im Discord, auch bei uns in den DMs, beziehungsweise auch schon in den Kommentaren vergangener Videos. Dass wir die Möglichkeit haben, über eine Mod, beziehungsweise mittlerweile über zwei, drei Mods, Legendary Seeds zu kaufen bei den verschiedenen Händlern. Die Legendary Seeds, die sind in verschiedener Art und Weise, verschiedener Form verfügbar. Ich bin jetzt vom Dalexi ausgegangen, vom Dalexi seiner Mod. Er hat damals von der Spice It Up, die sowieso schon Legendary Seeds drin hat, hat er ein Update gebaut. Das nennt sich die Ultimate Legendary Seeds. Habe ich hier unten alles verlinkt in der Infobox, weil dieser Mod ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Mod war auch nicht zugänglich für die Hacienda. Alle Legendary Seeds haben wir eigentlich nur für die normalen Farmen gehabt. Und wir haben das jetzt so umgebaut, auch mit der Erlaubnis aller Modder, die hier waren, mit Taluda seiner Hacienda, mit Dalexi seiner Mod und auch mit dem Taubenangriff haben wir gesprochen. Und alle drei haben da nichts dagegen. Im Gegenteil, die haben sich da gefreut, dass wir das auch für die Allgemeinheit zugänglich machen. Und wir haben vom Taubenangriff auch das Go bekommen, dass er das jetzt auch irgendwann mal, ne, wenn er da mal Zeit hat, weil der ist ja wirklich viel beschäftigter Mann, dass er das auch in die Spice It Up, ich sag mal mittelfristig oder langfristig, da auch mit einfügt. Also lasst euch das gesagt sein, ihr bekommt dann dafür für die Spice It Up bald ein richtig kleines, kräftiges, deftiges Update, wo ihr auch die Legendary Seeds direkt aus der Spice It Up mit für die Hacienda benutzen dürft. Und das ist richtig geil, ich freue mich da riesig drauf, dass das jetzt geklappt hat. Unser Fienchen dafür nochmal herzlichen Dank, hat das ein bisschen umgebaut, auf meiner Idee hin, sagen wir es mal so. Und das ist jetzt rausgekommen. Wenn ihr jetzt auf die Items klickt, ich rede jetzt nur von den Ultimate Legendary Seeds. Nicht diese Mod, die es bei Mod.io gibt, sondern diese Mod, von der ich rede, die packe ich euch hier unten nochmal in die Beschreibung rein. Dafür gibt es dann später, sag mal mittelfristig, dieses Jahr bestimmt noch, vielleicht in den nächsten Monaten, nächsten Wochen, gibt es noch ein Update für die Spice It Up. Bitte dran denken, okay? Wenn wir jetzt hier einfach mal eingeben, Legendär zum Beispiel oder Legendary. Gehen wir einfach mal Legendär ein. Dann scrollen wir hier ein bisschen runter und dann sehen wir ja alle legendären Spezialisten. Und dann hier unten haben wir ja die Legendary Seeds. Ne? Also das ist zum Beispiel, das hier ist zum Beispiel, das sind die Legendary Seeds aus der Spice It Up. Die gönnen uns 60% Produktivität, wie ihr das seht. Ne, hier so, nacheinander. Und es gibt aber auch noch andere. Und zwar die anderen, die befinden sich dann etwas weiter oben. Das ist schön, dass ich euch das jetzt mal zeigen darf. Und zwar befinden die sich hier. Und das ist das Update, was damals Dalexi geschrieben hat. Und zwar seht ihr den Unterschied? Produktivität nur noch 50%, aber gönnt euch jede siebte Tonne eine Tonne Salpeter zusätzlich. Ne? Und als Beispiel in der legendären Salpeter-Gewinnung oder hier im Kaffee oder hier auch gerne Hibiskussamen oder auch im Gewürzsamen und so weiter und so fort. Es gibt wirklich für fast alle Legendary Seeds, die stehen jetzt der Hacienda zur Verfügung. Ne? Das seht ihr, beeinflusst Maisplantage, Hacienda, Neue Welt Farmen und Hacienda Maisplantage. Das habe ich explizit wirklich nochmal mit reinschreiben lassen, damit da jeder Bescheid weiß. Das wurde auch alles angepasst. Ich habe auch alles schon selber ausprobieren dürfen und es freut mich, euch das jetzt hier vorzustellen und das euch zu zeigen. War mir ein kleines Anliegen. Wartet mal ab, wenn dann das Update kommt, das Spice It Up, dass ihr das dann alle selber benutzen dürft. Ne? Das ist jetzt noch, ich sag mal, in der Closed Beta. Und aber wenn es dann der große Modder, ich glaube Taubenangriff war es, wenn der das dann umgeschrieben hat, kommt es dann auch ins nächste Update rein. So. Und das war's, was ich euch heute mal zeigen wollte. Heute mal Update-Tag. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch das ein ganz kleines bisschen aufbereitet zu präsentieren. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn auch in den nächsten Folgen hier wieder dabei seid, hier wieder reinschaut. Denkt dran, wenn ihr auf die Mod scharf seid, die bald geupdatet wird, hier bitte hier unten in die Beschreibung reinklicken. Und denkt dran, diese Mod gibt es auch exklusiv jetzt. Also beziehungsweise gibt es auch nur auf nexusmods.com. Dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Livestream, bis zur nächsten Mod-Folge oder bis zur nächsten Gameplay-Folge, wie ihr gerne mögt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.